Und da sind wir auch schon wieder. Ja. Hat natürlich nicht funktioniert. Also hier mit dem, ne, mit dem Kaufen da. Ich habe es also tatsächlich doch über die offizielle Seite gemacht. Also quasi mein Speicherstand rauskopiert. In die offizielle Seite quasi da das Spiel geladen. Eingefügt, kennt man ja. Alles bekanntes Gedings. Und hab's dann wieder hierhin zurückkopiert, weil ich habe mir überlegt, ob ich direkt bei beklickerhuber.com bleibe. Aber entweder finde ich da nicht das mit Vollbild oder es gibt da gar keine Vollbildfunktion und ich will aber Vollbild machen, weil auf links ist schwarzer Rand, rechts schwarzer Rand und unten ist nein, definitiv nein. Ansonsten da kann man es ja hier relativ easy machen, kann man ja speichern, exportieren. Ja, ich habe mich doch angemeldet gleichzeitig mal. Und dann quasi wieder reinladen. So kann man das auch zwischen verschiedenen Instanzen quasi hin und her schieben. Es ist eigentlich relativ simpel. Von daher habe ich jetzt einfach mal hier eine All-In gemacht. Das heißt, wir können uns jetzt direkt mal zwei Autoklicker kaufen. Sehr schön. Jetzt habe ich wieder meine horizontale Auflösung, vertikale Auflösung. Und wir haben endlich mal hier. Bam. Ah, schon gleich viel besser. Sehr schön. Dann muss ich nur noch hier raufklicken. Sehr gut. Genau. So, dann kommen wir hier mal hier so ein bisschen so. Haha, Zone Explorer. Beat Ebene 10. Ja, na, wenn du meinst. So, da brauchen wir wieder Level 50, ganz klar. Ja, die hier alle, die bringen halt absolut gar nichts. Ich meine, hier DPS 22 Schaden pro Sekunde. Das ist halt nichts. Ich meine, hier, ne, wenn wir hier 10 Klicke pro Sekunde machen, habe ich schon 600 Schaden. Also, da bringen die 22 Schaden genau 0. Das hier bringt nichts. Das ist gerade mal das, was wir für einen Klick, also wofür wir gerade mal einen Klick bräuchten. Macht also auch noch keinen Sinn. Vor allem nicht für den Preis denn. Von daher würde ich sagen, wir machen jetzt mal wieder Zit hier auf Level 50. Wo kommen wir wieder Upgrade hier. Und so weiter und so fort. Macht garantiert definitiv mehr Sinn. So hoffe ich doch. Oh, ich sehe gerade, dass hier unten das mit The Wandering Fishman kann sein, dass es abgeschnitten ist. Aber ich schätze mal, es soll hier sowieso abgeschnitten sein, weil die Hintergrundgrafik ist genau hier unten zu Ende. Das Witzige ist, manche Grafiken vom Spiel ragen raus. So geht zum Beispiel dieses graue Holzding, was sie hier wahrscheinlich darstellen soll, geht bis ganz unten zur Bildschirmkante. Ja. Was halt perfekt reinpasst, ist halt die Hintergrundgrafik, also ne, dieser Sternhimmel hier quasi. Das ist quasi das eigentliche Feld von dem Spiel. Und das geht auch perfekt, also nicht ganz perfekt, ein paar Pixel sind zu viel. Das heißt, mein Bildschirm hat quasi eine etwas höhere Auflösung in der Höhe als 16:9. Oder ich habe mich damals verrechnet, keine Ahnung. Auf jeden Fall 16:9 müssten halt genau 950 Pixel in der Höhe sein, bei 1680 Pixel Breite. Und das Spiel hat halt ein bisschen weniger. Kann auch sein, dass es intern irgendeine andere Begründung hat. Weiß nicht, irgendwelche durch 16 teilbare Zahl oder sowas, kennt man ja vielleicht. Ja, von daher. So, kriegen wir noch 10 Level? Ja, wunderbar. Kriegen wir jetzt Upgrade? Gleich. Ach komm, danke. Komm, ich stehe mal nicht auch noch auf. Oh, 3 Click Damage. Hä? Achso, ja, 14 mal pro Sekunde, alles gut. Oh, 25 mal. Oh Mann, mein Gott, bin ich schnell, ey. Das ist ja. So, jetzt haben wir gleich 35 oder so. Ey, geht's wirklich? Haha, gibt's doch noch mehr? Oder war bei 35 Schluss? Wow, zwei kritische. Nee. Okay, also haben wir alles. Sehr nice. Schön. Finde ich sehr angenehm. So, dann haben wir hier noch den Boss. Dann bossen wir mal den Boss. Bis nach Boston. Ja. Was wir mal machen könnten. Achso, scheiße, weiß ich es gerade gar nicht. Das hier. Ach nee, genau, das geht nicht, weil das geht nur über Steam. Oder?
Das war doch das in diesem Steam. Nein. Genau, DLC und Steam. Ja, genau. Die Grafik ist süß. Ja, also von Optik her würde ich entweder den hier nehmen oder den hier, was Süßes, ansonsten das hier eher so was Witziges. Wobei das hier hat halt schon Stil, ne? Und du bist, wenn du selectest auch noch Skins every time, oh, was geht da? Yay. Jetzt haben wir entweder den hier oder den hier. Voll Zufall und so. Ach, leg mich doch. Weg da. So. Mit einem 16, dankeschön. 75, perfekt. Na komm. Ich brauch Keys, ich brauch Cash, ich brauch Money. Wie viel denn eigentlich? 8000. Ah, wir haben 7000. Oh, komm, einmal. Jawohl, ja. Sehr schön. So. Können wir langsam auch vielleicht mal anfangen, hier ein paar andere zu kaufen? Denn hier gibt es ja auch ein paar, die ne, so Upgrades haben, die den Crit-Damage erhöhen. Aber wenn wir Sid gerade noch auf Level 75 haben, kriegen wir hier unten die Upgrades, die interessanten Upgrades auf jeden Fall noch lange nicht. Von daher, ich würde mal sagen, wir machen erstmal Sid auf Level 150. Wenn wir den irgendwann auf Level 150 haben, dann können wir überlegen, die anderen auch mal anfangenderweise hoch zu leveln. Vorher bringt das wahrscheinlich nichts. Ich meine, ich kann ja mal spaßenshalber gucken. Level 75. Der Level 1, ernsthaft? Ach Gott, Mann. So, feiern. Das ist alles nur Creepies. Und was bist du? Ja, auch wieder nur. Na. Bringt also auch nicht allzu viel. Ja, das gleiche. Ah, nee, ich sag ja. Die bringt noch gar nichts. Obwohl, DPS geht eigentlich sogar. Ne, wenn wir bedenken, wir haben jetzt so ungefähr so, hier, 6000 Klick Damage pro Sekunde bei 10 Klicks pro Sekunde. Gut, wir haben jetzt 20 Klicks pro Sekunde. Aber, ne. Das heißt, wir haben fast genauso viel, also 4000 DPS, VS 6000 CPS. DPC meine ich doch. Von daher kann man auch schon fast sagen, dass das schon fast gut ist, dann ist aber auch mal gut. Schaffen wir das? Ja, doch, schaffen wir locker. Und ja, ich weiß, ich könnte mir gleich 50 Autoklicker holen, aber nein. Wobei 50 nicht ganz. Ich könnte mir noch 4 Stück noch kaufen, oder? 4, das wären 800. Ich kann gerade nicht rechnen, Alter. Das wären 800. Nee. 4 Stück wären 1100. Und wir haben nur 1050. Oder rechne ich gerade falsch? Warte mal kurz. 4 Stück mal 200 sind 800. So, plus 50, plus 100, plus 150. Genau. Sind nochmal 300 drauf. Und damit wären es 1100. Wir könnten uns also nur 3 Stück kaufen. Ah ja. Hat sich hier was geändert? Nö, sind auch noch die gleichen. Double Damage. Das könnte man tatsächlich schon fast in Erwägung ziehen. Ja. Sieht doch ganz gut aus. So, Level 21 bitte. So. Wie sieht es denn hier aus? Sehr schön. Und wie sehen die Stats aus? Total Hero Level 175. Naja. Naja, 5% erschienen. Alter, wie schnell man hier auf 5% kommt. Ist. Ne? Also die erste Hälfte hier bei Hero Level. Bis Level 50, klar. Ne,
bis 50%, es geht so ratzfatz, aber für die letzten paar Prozent brauchst du halt einfach, weiß nicht, quasi unendlich lange. Das kannst du gar nicht erreichen. Ich weiß noch gar nicht, haben jetzt hier mittlerweile ein paar neue Sachen hinzugefügt? Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit den mit den Leveln? Bis wohin kann man das Ganze jetzt schaffen? 2000 bis 3600 ist ja gar nichts. Ist ja ein Witz. Achso, das ist nur Senden. Das ist alles Gold. Hier. Naja, bis 1 Million schafft man auch. Naja, nicht ganz so locker. Ich weiß halt gar nicht, bei meinem Speicherstand, da bin ich ja noch bei 240.000. War ja fast so weit wie seit dem letzten Let's Play, es hat sich doch nicht allzu viel geändert. Witzigerweise ist das jetzt mein Hauptspielstand. Meinen alten Hauptspielstand, den ich davor hatte, vor unserer zweiten Episode, den gibt es nicht mehr. Mein alten Clan gibt es auch nicht mehr. Habe ich ein bisschen überarbeitet jetzt, habe ich quasi meine ganzen alten Speicherstände habe ich alle über Bord geworfen. Und habe quasi unseren alten Spielstand von der zweiten Episode, nein, von der zweiten Staffel, also die letzte Staffel, ne, Clicker Heroes Version 1E10, den Spielstand, den wir da quasi abgeschlossen hatten mit dem Let's Play, das ist jetzt mein Hauptspielstand für Privatspielen. Und ja, habe ich da quasi aus der Gruppe rausgekickt, habe dann meinen Hauptspielstand genommen, habe da alle aus der Gruppe gekickt, dann habe ich die Gruppe aufgelöst. Genau, so in dem Zustand existiert der Spielstand auch noch irgendwo. Ich habe den natürlich gespeichert, klar. Und wie gesagt, der Let's Play Spielstand, mit dem habe ich jetzt eine neue Gruppe aufgemacht. Also einen neuen Clan aufgemacht. Das heißt auch wieder Ronix. Auch wieder alles groß geschrieben. Aber wie gesagt, ist jetzt halt eine neue Gruppe. Und genau. Mal wieder ein bisschen frisch anfangen. Weil das Problem war halt bei der alten Gruppe, da war halt, ne, mit diesem White Boss, war halt schon extrem weit. Und leider kann man das halt nicht zurücksetzen. Das heißt, wenn man diesen White Boss wieder auf Anfang haben möchte, vom Level her, dann einfachste Art, Clan schließen, löschen, neu erstellen, fertig. Kostet zwar leider immer ein paar Rubis, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war, 50 oder 500? Irgendwie so. 50, glaube ich, doch 50, genau. Aber ganz ehrlich. 50 Rubis ist nicht mehr als hier einmal Quick Ascension, also ja, ist nun wirklich gar nichts. So, den Boss schaffen wir nicht. Ja, Sakrileg. Was ist denn hier los? Nein, das geht nicht. Ja, holla die Waldfee. Da muss ich immer ein bisschen einkaufen gehen. Ja, sowas. Na, auch nicht. Das ist nur scheiße, das wird nichts. Boah, aber wir haben 47 DPS. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Da können wir ja hier ruhig noch mal ein bisschen hier. So, jetzt haben wir hier. Boah, Alter, 100.000 DPS. Oh, das muss ich doch ein bisschen mehr. So, machen wir hier noch mal. Wird aber immer noch nichts. Das sieht mir. Nee, das wird nichts. Okay, dann müssen wir mal jetzt hier anfangen, levelweise zu kaufen. Oh, ein bisschen Betty-Klicker. Ja, gut, 4.000. Ist jetzt auch eher nicht so viel. Ich weiß nicht, reicht das? Doch, sieht doch gut aus. Perfekt. Bam. Aber man merkt schon, so ab Level 25 wird es dann langsam schwer. Und ab Level 35, ne, da fängt es dann an, richtig hart langsam zu werden. Ja. Das heißt, wir kommen langsam in den Bereich, wo es träger wird. Ich bin ja ein Träger von Leistungen und ist auch gut jetzt. So. Können wir jetzt hier oben. Aber wenn wir Click Damage machen, wir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so viel. Moment mal, was haben wir? Wir haben. Ja, doch, wir haben 400.000. Nee. 40.000 Click Damage. Also. Weniger als DPS. Tatsächlich sogar. LOL, sag ich da mal. Ich werde natürlich schön mit diesen Increase Your Click Damage. Na gut, das bringt hier auch noch nicht so viel. Wo war denn das mit diesem kritischen Click Damage? Gab es doch hier auch irgendwas mit. Na gut, okay. Die bis auf. Nein, hier unten sowieso noch nicht. Da müssen die mindestens auf Level 75 sein oder sowas, keine Ahnung.
Ja. Na gut, dann versuchen wir mal doch hier oben weiterzumachen. Da kriegen wir wenigstens 200% Boost. Das boostet dann ordentlich. So und so. Ah, jetzt sind wir doch wieder ordentlich im Rennen. Der sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. Können wir jetzt auch langsam anfangen, hier die Dinger aufzuheben für die Bosse? Denn spätestens der Boss bei 35, der wird eine harte Nuss. Oh, Gold. Kiste. Yay. So. Haben wir nochmal? Noch nicht ganz. Das reicht bei weitem noch nicht. Dich würde ich tatsächlich schon fast kaufen. Andererseits wärst du mir aber offen gesagt ein bisschen lieber. Der hatte auch, glaube ich, Levels bis 100, also Upgrades bis Level 150. War da das mit Crit Damage dabei? Auf jeden Fall ist hier Power Surge mit dabei. Ich glaube, dann warten wir doch mal. Obwohl, der braucht aber 1 E8. Und wir haben gerade mal 3 E6. Also, bis wir den auf Level 150 bekommen, dauert es noch eine ganze Weile. Da können wir also doch definitiv erstmal sein lassen. Da warte ich dann doch lieber, bis der hier auf Level 150 ist. Ich glaube mal, das geht schneller. Das Upgrade hier bringt uns gar. Obwohl. Ja, ich weiß halt nicht. 0,5%. Das wären 1 E3. Nee, was? Wie viel Prozent? Ja, 0,5%. Das wären also nicht mal 1 E3. Also gerade mal 1000, wenn man so möchte. 0,5%. Ah, oh. Oh, nee, das bringt gar nichts. Das. Nee, du. Der bringt das hier auf jeden Fall mehr. Das bringt dann auf jeden Fall mehr. Aber sowas von. Da bist du. 4E6. Alter. Warum so teuer? Gott, das ist ja richtig sparen hier, ey. Ist ja. Holla die Waldfee. Ah, okay. Die Autoklicker machen die tatsächlich auch Geräusche. Das ist natürlich Bullshit. Das ist ja richtig Bullshit. Da kommt noch so eine kacke Idee. Oh, schon mit 9%. Ja, easy. Naja, was soll's. Hallo, danke. 4E6, 4E6. Na komm, das schaffst du schon. Du bist doch ein starker Mann. Wie viel bringt es? 20.000? Könnte man tatsächlich auch schon. Bringt das vielleicht sogar mehr? Ah, so hier. Okay, komm, wisst ihr was? Wie gesagt, das Upgrade hier mache ich auf jeden Fall noch. Und dann machen wir vielleicht doch mal das Ding hier. Ja, und dann einfach DPS noch umprügeln. Irgendwie so muss das gehen. Ja. Irgendwie so muss das gehen. Ach, na gut, Level 30 schaffen wir auf jeden Fall nicht. Kannst du mal komplett knicken. Aber wir brauchen auch gerade mal noch 70, 30.000. Dann haben wir, also 3E5. Hey, ja, eben 3E5 ist doch gar nicht 30.000, ist 300.000. Alles gut. Ich war gerade dumm, so wie immer. Ja, auf jeden Fall, so, jetzt haben wir das. Jetzt geht es schon mal wirklich schneller. Reicht das schon aus? Natürlich nicht. Aber man merkt schon, wir sind auf einem wesentlich schnelleren Weg. Und das sieht man auch schon, ne? Wir kriegen die Gegner hier kriegen wir super, also relativ schnell, ne, ausgeflanscht. Was? Aber bei, ne, hier der 30er Boss, da ist halt einfach direkt gar nichts mehr. Ist halt komplett Feierabend. Ich meine, wir könnten mal ganz kurz gucken, vielleicht. Wir können mal ganz kurz. Ich will nicht, dass wir. Ach komm, hier waren. So, probieren wir es einfach mal hier. Vielleicht kriegen wir es ja sogar. Ach, nee, sieht schlecht aus. Wenn wir Glück haben. Schauen wir mal das. Ah, sieht schlecht aus. Ich krieg einen Handkampf. Ja, den kriege ich. Und doch, schaffen wir. Wir schaffen es. Oh mein Gott. Buja. So. Sehr geil. Gut, dann gucken wir mal jetzt hier. Fangen wir mal langsam an hier mit dem Ding.
Und dann heißt es DPS nach oben treiben. Schön nach oben drücken. Richtig schön pressen. So. Können wir eigentlich mal euch bei dir noch umziehen? Na gut, für Level 20 reicht es nicht mehr aus. Also für Level 25, so. So, hier mal DPS schon nach oben drücken. Bei die klicke unsere kleine. Hä? Backstudentin? Nein. Backstudentin? Nein. Bäckerin. Ist auch egal. So. Das war 1E8. Das ist halt so scheiße teuer. Gut, dann machen wir 25er Schritte. Oh, haben wir zumindest schon mal Power Surge. Ah, ist ja doch schon direkt Level 100 Upgrade. Ah, cool. Achso, ist das Falsche. Da schon wieder Click Damage. Hä, nee, Moment mal. Dann war das bei dem gar nicht, das mit dem... Wer war denn das mit dem Crit-Schaden? Momentchen mal. Da müssen wir jetzt aber hier mal nachgucken. So. Nein. 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 Ja, das sowieso nicht. Ist auch nicht. Das Sackere leck. Was geht denn hier ab? Aber wenn ich noch gar keinen Crit-Schaden hier ist, ja, ist ja auch ein bisschen kacke. Ist ja total belämmert. Oberwaffen sind scheiße, oder haben wir es auch schon bekommen? Crit-Schaden? Ne, 0%. Da haben wir noch gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen deprimierend. Ja. Was willst du machen? Lololo. Na gut, das bringt nicht wirklich was. Die lasse ich auch erstmal. Ah, 6E5. Das bringt doch schon ganz schön viel. Bringt das hier mehr? Ich hoffe es einfach mal. Weil ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass quasi den auf den, also ein x-beliebigen auf Level 10 zu bringen und dann hier dieses Upgrade zu kaufen, effektiver, oder ich denke mal, dass es effektiver ist, ich habe so im Gefühl, als den nächsten um ein, zwei Level hoch zu leveln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, können wir einfach mal kurz gucken, wie teuer ist, wie was ist. Das wäre jetzt dann, er hat 1E6, das heißt, er hätte dann ungefähr, ja, 3E6, wenn man hier das Ding noch mitkauft. Ja doch, und der hat gerade mal 6E5. Also hat er hier jetzt mit dem Ding zusammen quasi den fünffachen Schaden von ihm. Ja. Meine Rechnung scheint also aufzugehen. So, schicken wir auch gleich mal hier hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei Betty Clicker. Denn die gibt uns ja die Gesamt-DPS. Bringt wahrscheinlich mehr als hier unten, die ganzen Fischer hier aufzuleveln. Ich habe schon einen trockenen Hals hier, Alter. Was ist denn los? So, wie sieht's aus? Ist alles so Click Damage, Mann. Ich meine, ist ja schön, ja. Ich hätte halt gerne Crit Damage. Oh, ist ja hier auch bei DPS per alle. Auch schon wieder nur Click Damage. Aber ich klicke euch gleich mal ein hier. Was ist denn los? Weg. Ja, komm. Schauen wir uns jetzt. So, gut, dann haben wir hier oben schon mal alles gekauft. Auch wenn es relativ useless zu sein scheint. Mal gucken. Schaffen wir das schon? Ja, locker. Das sieht gut aus. Puh, cool. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir damit am besten noch mit der Folge dann Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja.
den 35er Boss schaffen wir tatsächlich schon. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir schon mal die erste große Hürde abgeschlossen. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass es jetzt einfacher wird. Aber es wird auch nicht noch langsamer. Denke ich jetzt einfach. Ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Bis zur nächsten Folge.